bin Susanne Miller. Mein Unternehmen ist mein Yoga-Studio Yoga Art. Die Hauptpunkte sind Yoga, Meditation, Entspannung. Und ich bin natürlich zuständig für eine gute Wohlfühlatmosphäre, dass sich die Menschen hier gut fühlen, dass es ihnen gut geht und dass sie hier das Ganze als eine Art Oase sehen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist wunderbar. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe ein sehr, sehr schönes Studio jetzt in Rosenheim inmitten der Stadt. Wir bieten unterschiedlichste Yoga-Arten an, Yoga-Stile, tolle Referenten. Also ich denke, man muss nicht nur gutes Yoga bieten, sondern auch viele andere Aspekte dabei beachten. Wir haben uns mit Nemon zusammengeschlossen und bieten elektrosmogfreie Räume an. Das heißt, wenn Sie hier reingehen, dann, auch wenn Sie Ihr Handy dabei haben, Sie werden es nicht spüren und das bringt natürlich eine ganz tolle Atmosphäre hier mit rein. Das macht einen natürlich auch einzigartig, also es betrifft ja nicht nur Elektrosmog, sondern auch das Wasser. Wir kochen unseren Tee mit Memon Wasser und auch das normale Trinkwasser ist aufbereitet. Das heißt, Sie schmecken das. Unsere Schüler mögen das Wasser auch sehr gerne, das bieten wir hier an. Und ja, man muss sich einfach umschauen, man muss modern bleiben, offen, innovativ für viele, viele andere Möglichkeiten, Alternativen. Und es hört natürlich nicht beim Yoga-Unterricht auf. Wir haben es ausprobiert, nicht nur hier im Studio, sondern auch bei mir zu Hause. Und es war einfach, weil man es merkt, das ganze Haus hier ist voll mit WLAN-Anschlüssen etc. Man merkt es, man spürt es. Es ist nicht immer alles rund und ja, und jetzt haben wir die Verbindung Yoga und Memon und das ist eine sehr runde Sache geworden und für alle spürbar. Ausschlaggebend war mein Zuhause, vorrangig erstmal, weil als Yogalehrer sollte man auch gut ausgeschlafen in den Unterricht gehen. Das war mir irgendwann nicht mehr möglich und wir haben dann Memon zu Hause ausprobiert. Das kam sehr gut, für mich war es schnell spürbar. Und dann war es natürlich klar, dass man das auch mit ins Studio reinnehmen kann. Es geht um den Menschen. Die Hauptperson ist der Mensch, die Frau, der Mann, der Mensch, der hereingeht, der soll sich gut fühlen, der praktiziert Yoga, der will ja schon was für sich selber tun. Und sie spüren das und fühlen das. Diese Atmosphäre eines Yoga-Studios mit solchen Komponenten unterstützt von Memon kann man einfach nur empfehlen. Es ist schön, die fühlen sich hier wohl und ja, kommen gerne, was natürlich auch in unserem Sinne ist. Und genauso gut gehen sie auch wieder nach Hause.